Hallo, herzlich willkommen. Mein Name ist Bitwalker. Willkommen hier bei Battlefield 4 auf der Map Flutgebiet. Und ich muss euch gleich vorab warnen: Das, was ihr jetzt zu sehen bekommt, könnt ihr euch für ewig schädigen. Denn das ist meine zweite Runde, die ich spiele, und die erste Runde, die ich noch nicht aufgenommen habe, ist übrigens besser so, die lief genau überhaupt nicht. Hab massiv nur aufs Maul bekommen. Ich werde jetzt mal wagen, hier mit einzustarten. Ich bin hier am Ü30-Server unterwegs und werde ein bisschen so quatschen über meine neue Idee, mein neues Format. Was eigentlich ist gar nicht meine Idee, ist eigentlich eine Idee vom Daniel vom Ü30-Server, also von den Ü30-Clan, der hat die Idee geboren. Und das werden wir jetzt umsetzen. Ja, und nebenbei versuche ich ein bisschen erfolgreich zu spielen. Wie gesagt, die Betonung liegt auf Versuchen, weil ich einfach wieder ein bisschen mehr Battlefield-Videos bringen will. Denn ich habe schon ein paar Mal gehört, das ist ja eigentlich so mein Start gewesen auf YouTube. Ja? Also das ganze Battlefield-Gameplay und so weiter. Und das habe ich ein bisschen vernachlässigt, muss ich sagen. Einfach bei Battlefield bei mir in letzter Zeit ein bisschen, ein bisschen brach gelegen ist, weil einfach nichts lief und nicht viel lief, weil es einfach nicht gegangen ist. Und wo ist er? Mein Aiming ist wieder ganz mies. Ich habe ein paar Tage nicht gespielt, ich muss mich schon ein bisschen einspielen mit der Steuerung. Es ist echt furchtbar, wie schnell das geht, also bei mir zumindest, dass das nicht mehr so flüssig von der Hand geht, wie man es eigentlich haben will. So, schon mal Granate, falls dann aussteigt. Oh, das ist ja der Dings da, da wird nichts sein, oder? Mein Klemmer mehr sitzen da. Ich liebe meine Claymores, obwohl mir jetzt gerade wundert, warum ich nur eine setzen kann. Achso, weil das perkt nicht. Das perkt nicht voll ab. Ah, wohl nett, ich meine, ordentliche Treffer gelandet da. Aber das Fahrzeug ist noch wie vorher, das gehört einmal weg da. Ja, neues Format. Und zwar haben wir uns gedacht, wollen wir ein bisschen eine Talkrunde gestalten, wo wir einfach über interessante, wichtige, mehr oder weniger wichtige Themen quatschen. Ja. Und die erste Runde, oder allgemein nennen wir sie das ganze Gamer Talk. Also Gamer, die einfach quatschen über diverse Dinge. Und das ist mir wichtig, dass es wirklich Gamer sind und nicht irgendwelche anderen Leute. Und das erste Thema wird sein Gaming und Familie. Und das ist nämlich ein interessantes Thema, weil gerade die Ü30-Leute hier, die haben ja sehr viele Familie. Wenn man über 30 ist, ist es halt meistens oder oft schon mal so. Ich habe keine Raketen mit. Scheiße. Das wäre natürlich super, die Raketen zu haben, um eben den Heli hier bekämpfen zu können, aber habe ich nicht leider. Immer so eine Sache, egal was für Equipment, ist immer das Falsche. Ja, wir starten in wenigen Tagen mit der ersten Folge. Und da bin ich wirklich schon gespannt, wie das Ganze ankommen wird. Also ich denke, die Thematik ist sehr interessant, gerade im Gaming, Familie, Kinder, wie geht man damit um? Wie integriert man die Kinder oder nicht? Ist es ein Thema in der Familie, ist es kein Thema und so weiter und so fort. Also das ist, glaube ich, eine ganz interessante Geschichte. Und ich mag es eben auch recht gern, mit erwachsenen Leuten zu reden, denn ja, ich denke mal, in unserem Alter, so mit 30 plus, da hat man einfach andere Interessen an. Natürlich erwischen wir noch. Und andere Thematiken, über die man quatscht. Da bin ich schon gespannt, wie das gehen wird. Natürlich könnt ihr bei sowas auch mit dabei sein. Danke. Ja, schön, Deckung. Natürlich könnt ihr bei sowas auch mit dabei sein. Wenn ihr sowas mal Interesse habt, dann schaut euch mal den ersten Teil an. Wenn ihr Interesse habt bei sowas, dann können wir mal quatschen. Es wird natürlich interessant werden, wenn wir Themen haben, die einfach zu euch passen, die man einfach gemeinsam bereden kann. So, schön langsam müssen wir was gegen die Fahrzeuge da machen. C4 wäre gut oder eine Small einpacken. Momentan habe ich nichts. Es wäre toll, wenn ich die Klasse wechseln könnte jetzt da irgendwo, aber die Chance habe ich momentan auch nicht. Und dann ist die Frage, was nehmen wir mit? C4 oder etwas Raketentechnisches, gell?
Das ist immer schwer, sehr schwer zu beantworten. Aber egal was du nimmst, das ist meistens das Falsche. So, warte mal, was haben wir da jetzt? Wir haben nur einen Spot, oder was? Liebe Leute, das tut ja gar nicht. Das tut gar nicht, da muss mehr gehen. Das heißt einmal, hau, tschupp. Einfach mal da runter, mal versuchen, dass wir da zu Bravo kommen. Zu Bravo oder Charlie, irgendwie so mitten rein, obwohl... Oh, da schwimmt einer. Einer weg. Wo ist er? Komm raus, du Feigling. Wo ist er? Wie ich ihn nicht treffe. Wie er mich nicht sieht, das wird ja aber ganz interessant. Was zur Hölle? Ah, egal. So, das Eroberungsrunde kann ich schon ziehen. Pass auf, jetzt haben wir ja. Oder C4, das ist die große Frage. Warte mal, C4 hat eh der mit. So, jetzt packen wir C4 und versuchen wir uns mal im. Ah, ich spawn wieder mal. Tollerweise in einem Phase, wo es explodiert gerade. Ja, jetzt bin ich gleich mal tot, das ist klar. Aber diesen LAV, wenn wir es mal schnappen, oder probieren wir zumindest mal. Obwohl ich das am seinem Geschütz schon sehe, dass er einen Bordschütz mit hat, der sein Geschäft versteht. So, pass auf, jetzt haben wir nochmal da. Wir schauen, dass ich da wegkomme, ohne dass er mich sieht am besten. Die Frage ist natürlich, wie komme ich da am besten rauf? Hepp, da drüber. Mann! Das ist überhaupt kein Triff. Okay, da laufe ich da gar nicht hin, da. Wir müssen da so einen Zwischenstopp machen, da rein. So. Jetzt liegt, genau liegt der Heli herum. Weg da. Lucky nicht. Was schießt der eigentlich? Niemand weiß es so genau. Wow, 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 wow. Ruhig bleiben, Burschen, ruhig bleiben. Oh, Blendi, 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 Blendi. Ich laufe einfach mal blind herum, ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Komplette Orientierungslosigkeit. Oh, ich bin erwischt schon. Ein Lackschutz seinesgleichen. Man macht nichts. Lackschutz und sagt gut, hauptsache sie treffen. Oh. Alter Schwede, was ist denn da los? Gut, ich hau da mal ab, dann gehst du mal nach hinten rum. Schauen wir von da aus ausrichten können, da drüben. Oh. Servus, mein Freund. Wow, wow, wow. Ach, ich hab's gesehen. Im Augenwinkel habe ich ihn gesehen. Bam, tot. Zu langsam. Hey, über Battlefield Hardline könnte man vielleicht auch ein bisschen quatschen, weil ich habe sie ja gepostet bei mir auf der Facebook-Seite und habe da ein bisschen teilweise. Ja, manch eine regt sich sehr gerne. Das Punk genau von mir. Na, ah, da sitzt noch einer. Verdammt. ich habe es eben gepostet, was ich vom Battlefield Hardline halte. Wir haben eh schon eine Talkrunde gehabt diesbezüglich. Und wenn du was postest im Internet oder auf Facebook, da bekommst du natürlich von manchen auch gleich wieder eine auf die Mütze. Aber ich muss schon sagen, Battlefield Hardline ist leider eine, meiner Meinung nach, eine halbfertige Sache. Es ist ein
Ja, ein Abklatsch. Ein Abklatsch von einem fertigen System. Da wird hin. Gibt's ja nicht. Ach man, das Problem ist einfach, dass nach meiner Meinung die Kohle nicht wert ist. Das ist ein Vollpreistitel, aber man bekommt kein Vollpreis-Game dafür. Man, das kann man zwar allgemein momentan noch sehen hier auf der neuen Konsolengeneration. Ich finde es einfach schade, dass viel das Konzept, die Idee von Battlefield Hardline finde ich wirklich super. Ja? Also mir gefällt dieses Räuberschandarm und so weiter. Die Idee ist gut aufgegriffen, aber sehr schlecht umgesetzt. Weil im Prinzip ist ja nicht viel passiert, ja. Man hat einfach die Frostbite Engine genommen, hat ein paar andere Grafiken reingeklatscht. Gameplay-technisch hat sich nicht viel getan, weil die Spielmodi, wo es gibt, was wir nicht beta gesehen haben, die waren jetzt nicht beeindruckend, ja. Man. Get down! Was schießt denn da? Alter! Scheiße, meine Granate darüber. Wow. Was ist alleine hier umgekommen? Kann das sein, hä? Ja, irgendwie hat er jetzt nur eine Salve rausgeschossen. Hat Gott sei Dank gereicht. Komm, regenerieren wir mal. Regeneriere dich, mein Freund, regeneriere dich. Komm. So, was soll ich machen? Soll ich rüber auf den Bravo? Auf Lebensmüde machen? Ah, scheiße, dann probieren wir aus. Gut. Lauf aber da rum. Aua. So, mein Zwischenstopp. Die Sache mit dem C4 wäre wieder geknickt, gell? Fällt mir gerade ein. Eigentlich wollte ich ein bisschen Fahrzeuge jagen gehen, aber. Ja, die Knarre, die schießt nicht richtig. Das ist die M4, die hat irgendwas. Da kommt immer vor, dass ein bisschen so Ladehemmung hat, oder irgendwie. Wo ist denn der Hansel hin? Halt, da ist einer. Wo ist der? Weg. Er ist tot schon, oder wie? Na? Oh Mann! Komplette Orientierungslosigkeit wieder. So, welcome back. Natürlich. Oh, von unten rauf, Mann, Bursche, die hole ich mir jetzt aber. Dich werde ich mir jetzt holen, ich weiß, wo dein Haus wohnt. Mein Freund der Blasmusik, du gehörst mir. Wo spawnen denn am besten, oder? Die Frage ist, ob er jetzt auch noch hier ist. Wo bist du, gell? So schaut's aus, mein Freund. Man sollte nicht dieselbe Position halten, wenn man jemanden killt, das ist aber ganz blöd. Gerade hier auf normal natürlich, wo du die Abschusskamera hast, ja. Das kann immer böse ins Auge gehen. So, kurz mal den Zwischenstopp einlegen. Mein Lucky Net hat wieder mal nicht gezogen, schaut, oder fällt ein Fass runter. Revolution! So, was hat damals weiter? Ja, laufen wir jetzt Bravo. Claymore. Zerstört. Ich spiele jetzt übrigens mit der anderen Steuerung. Also da, ich musste mit Battlefield Hardline auf die andere. Oh, aufpasst. Ich musste ja mit Battlefield Hardline auf die andere Steuerung umstellen. Also ich nenne sie mal die Call of Duty Steuerung. Die habe ich ja bei Battlefield 4 an und für sich nicht genommen. Ich habe dort die, glaube, Veteranensteuerung verwendet. Aber jetzt mit dieser Umstellung, dann mit dieser Beta-Test und so weiter, habe ich einfach die Zeit genutzt oder den Zwang genutzt, wirklich umzustellen. Und ich muss sagen, es war gar keine schlechte Idee. Also es ist auch so, dass ich hier mit B in die Knie gehe und mit dem rechten Stick, wenn ich drauf drücke, einen Nahkampfangriff mache. Das habe ich vorher nicht so gehabt. Vorher war es ja B in den Nahkampfangriff und rechter Stick war dann Laufen und so Sachen. Oder?
Irgendwie so war es, oder irgendwas auf mich war es in der Art und Weise. Und ich muss sagen, das Fliegen fällt mir wesentlich leichter. Gerade der Hubschrauber fällt mir wesentlich leichter mit dieser Art der Steuerung. Obwohl ich immer kein besonders guter Pilot bin, aber trotzdem finde ich es leichter, es geht besser. Das hoffen wir, dass ich da rüberkomme. Ich würde ja gar nicht den C4 schnappen, den Wagen, ja. LAV. Probier's einmal. Ah, da schießt er schon auf mich, verdammt. Ja, der hat gut aufgepasst, muss ich sagen. Natürlich. So muss es auch sein. Also bei Fahrzeugen, wenn ihr da am Geschütz sitzt, immer in die andere Richtung schauen, als wo das Fahrzeug an sich hinschaut, weil es ja bescheuert, wenn alle bei den gleichen Richtung schauen. Natürlich spawne ich jetzt genau unter Beschuss. Dankeschön. Macht natürlich wenig Sinn, wenn ihr in dieselbe Richtung schaut, wo das Hauptgeschütz hinschaut, weil dann deckt ihr nur die eine Richtung ab. Also immer herumschauen. Ich kann es gerade mal, wisst ihr wahrscheinlich eh. Aber fällt mir wieder auf, dass sie das eben nicht tun. Und ist natürlich dann blöd, weil, ja, weil du einfach gleich da drauf gehst. So, ja, mal schauen, ob wir da mal raufkommen. Ach Mann. Ich hab mich genau gerochen mit der Saiga. Na, danke. Aber ist nicht nur die Mega-Glanzleistung. So, spawn-technisch wird es jetzt ein bisschen knapp, wie aus dem Punkte-technisch. Oh, da kriegen wir massiv auf den Sack. Ach du Scheibenkleister. Aber gut, was soll's? Es muss auch solche Runden geben. Ich kann mir gerade nicht entscheiden, was ich machen soll. Egal, was ich mache, ist wahrscheinlich nichts Gescheites. Eigentlich will ich irgendwo. Ah, spawn ich meinen Bären da. Pack mal eine Pistole aus. Was ist einer von uns da? So, große Frage, wohin? Einfach mal durch das Fenster reinkrabbeln und das Dach besuchen. Die letzten paar Tickets, die wir noch haben, 92, da wird auch nicht mehr viel passieren. Also rumreißen werden wir es wohl nicht mehr. Ach, diese Knarre ist ein Dreck. Warum spiele ich die eigentlich? Ja, gute Frage, gell? Warte mal, schauen wir mal, was haben wir denn sonst für eine Knarre zur Auswahl? Was ist die M4? Taugt man nicht so ganz. G36C ist eigentlich genial. Schalldämpfer ist alles drauf. Nehmen wir mal das da. Probieren wir es mal mit dem. Wahrscheinlich wird es auch nichts bringen. So, Spawner Bravo. Ja, das Aiming wird auch nicht besser, gell? Sonst nutzt die beste Knarre nichts. Weißt du was, brauchen wir in aller Ruhe noch? Wie man so viel daneben schießen kann und wie mich der wegsnappt. Ach, da am Dach oben, na, Gott sei Dank. Ja, ich habe euch gewarnt. Ich habe euch gewarnt, dass diese Runde eher erbärmlich sein wird. Das merkt man eigentlich, oder? Das merkt, also, wenn wir anfangen zum Spielen und es geht schon mal nicht gescheit los, dann ist es eigentlich schon ein Indiz dafür, dass es eine schreckliche Runde wird oder ein schrecklicher Abend wird zum Zocken. Das ist eigentlich die Situation, wo man Battlefield normalerweise da einbocken sollte und was anderes spielen, ja. Ich triff ja nichts, das ist echt. So, kommt jetzt drauf oder nicht? Da fliegt ja mein Sessel rum. Jetzt, wo ich nachlade, kommen sie zu dritt. Das ist ja unglaublich. Warte drauf, passiert nichts, lade nach, kaum eins. Das ist Typ. Das ist auch mein Glück, was ich immer habe bei den Games. Also ich bin wirklich einer, der so gut wie null Glück bei Games hat. Es kann nicht so sein, dass ich sage, okay, er kommt eine Sekunde früher. Nein, ich muss genau dann kommen, wenn ich nachlade. Klar doch. So, das war sie auch schon. War mit 408 Tickets rück schon verloren. Eher ein bisschen blamabel das Ganze, aber was soll's, ist ja das so. Ich weiß, es gibt YouTuber, die zeigen nur ihre besten Runden, ist mir ganz klar, ich nicht. That's life, so ist es halt einfach. 12 zu 15, ja, ist ja eigentlich nicht so extrem schlimm, hätte man jetzt schlimmer gedacht.
Aber gut, das war es jetzt hier vom Battlefield. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns wieder mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, ciao. Euer massiv verlorener Bitwalker.